Also wie gesagt, alles ist, glaube ich, fast identisch zu dem standardmäßigen von Staffel 3 nochmal. Ich habe vergessen, mir was einzustecken. Es gibt ein paar Änderungen. Canada Dream ist nicht 2.4, sondern Canada Dream ist 2.5.1. Die Dieselpreise sind nicht mehr Woche 4, sondern Woche 8. Und das war's, glaube ich, gewesen. So, haben wir das. Heißt, wie es der Zufall will, genau wie in Staffel 2 Reloaded fahren wir in Staffel 3 Reloaded. Ich glaube, ich muss den Mikrofon nochmal ein bisschen näher ranstellen. Einfach eben. Genau wie in Staffel 2 Reloaded fahren wir in Staffel 3 Reloaded auch ein Transformator. 123.000 Pfund, im Peterbilt 389 Ultra Cap Sleeper 625 S. Ja, den fahren wir halt auch. 3.000 bekommen wir dafür. Ach, Generals, das könnte ich natürlich hier behalten. Transformatorhaltung, 23.000 Pfund. Von Winnipeg, Manitoba in Ontario, Dryden. Und genug gequatscht, wir fangen einfach mal an. Wir wollen ja mal hier fertig, anfangen und fertig werden. Wie viele Meilen waren es denn? So wie viele Kilometer? 319 Kilometer, okay. Das ist ja schon. Ne? Hat schon was. Rundumleuchten haben wir nicht. Warum auch? Andere waren. Moment. Okay, ist sogar schon. Ist das schon aktiv? Nee. Also, ja gut, wäre prinzipiell aktiviert, aber. Oversize Load. Gucken wir mal fix, bevor wir losfahren, ob wir irgendwie eine bestimmte. Irgendwie eine Begrenzung haben. Wobei es. Oh, das ist aber fancy. Im Vorschaubild sehe ich sogar, wie lange ich live bin. Das ist nice. Also, ich kriege jetzt gerade hier vom neuen komischen Dings, Dashboard-like-Ding. Okay, ist nicht. Dann tun wir einfach mal so, als ob wir halt unlimited fahren dürfen. Ich würde sagen, in Staffel. Ich würde sagen, sobald wir Staffel 4 und Staffel 5 beginnen. Das ist lauter gehabt. Irgendwo ist lauter gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt hier war oder woanders gewesen. Jetzt war ein Dings. Ein Bussimulator war das gewesen, wo ich lauter hatte. Ich würde sagen, in Staffel. Oh. Ich würde sagen, in Staffel. Muss überlegen, sind Staffel. In Staffel 4 und in Staffel 5 würde ich schon fast sagen, dass wir dann auch tatsächlich das sogar so machen, dass wir das. Was jetzt die Spezialtransporte betrifft, oder nennen wir es mal Spezial, also alle Overstyle-Transporte, alles was. Oh, voilà, schon Besonderes ist. Auch sogar bei den ADR-Transporten, dass wir dort quasi nach Staaten fahren. Also das. Ja, okay, das könnten. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Also vielleicht kriegen wir das hin, dass wir komplett nach staatlichen Gesetzen fahren, sprich das, was ich, wenn man nachts nicht fahren darf, dann fahren wir nachts nicht. Sofern es möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dass wir dann unsere ETA einhalten, dann lassen wir das und richten uns dann nur in Anführungszeichen nach der Geschwindigkeit. Es wird aber gleich wieder zweispurig, kann das sein? Ja, perfekt.
Und dass wir einfach versuchen, dadurch halt nochmal zusätzlich ein bisschen mehr Realismus reinbringen. Die ganzen Zeitzonen habe ich auch eingestellt. Heißt, wir werden dort erwartet am Montag, also heute so gesehen, um zwischen 12 Uhr und 12 Uhr und 19 Uhr Eastern Daytime. Da werden wir auch relativ zeitig, ich glaube, zum Frost-Teil übergehen, also zum Frost-Mod aktivieren und eventuell dann später im Laufe der Zeit, so Mitte Dezember oder so, dann oder vielleicht auch schon früher Schnee, dass wir einen Snow-Mod reinbringen. Allerdings die Frage ist, ob der Snow-Mod das auch komplett unten, komplett ganz im Süden auch macht, weil wenn das ganz im Süden auch noch geht, also sprich Texas und so weiter, New Mexico und Kalifornien und so weiter, ihr kennt sie alles, Arizona und so weiter, dann fühle ich, ja, puh, ist halt dann die Frage, wie man das dann macht, dann zurückholen. Dann mal gucken, ob wir den dann vielleicht ganz rausnehmen oder uns nur so temporär darauf beziehen, dass wir den halt, je nachdem, was für eine Strecke wir fahren, dann manuell deaktivieren wieder. Müssen wir mal schauen, dafür müssen wir schon eine Lösung führen. Das ist jetzt die zweite Wait Station, wo ich nicht raus muss. Funktionieren die? Die funktionierten doch aber nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass die funktionierten. Sehr, sehr sicher. Hier oben haben wir, glaube ich, die Clip-Funktion. Die ich nicht ganz sehe, aber die da ist. Werden die jetzt schon wieder langsamer, das ist schon wieder unnötig. Na egal, wir werden die sowieso extrem langsam, weil wir uns im Berg hochkämpfen müssen, 123.000 Pfund. Von daher. Ich muss sagen, zeitweise ist es auch hier ein bisschen merkwürdig. Also ich hatte, ich glaube, von Winnipeg nach Verdon war da relativ kurzzeitig, kurz nachdem ich Winnipeg verlassen habe, gab es da so ein, sagen. Ah, nennen wir es mal einen Bug, wobei das halt auch ausgekennzeichnet war. Also es hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht. Es ist halt vom metrischen System ins Imperiale gekommen, gewechselt, warum auch immer. Habe ich nicht verstanden. Aber ist halt dieses. Das haben wir aber noch eine Landstraße. War das immer auf der Landstraße? War da auch 100? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich bin mir überlegen, ob ich die Reloaded Sachen, also die ganzen ETS 2 und ATS Staffeln, ob ich die vielleicht sogar. Was ist denn jetzt hinten? Oh Gott, das hat so komisch nachgeladen. Ich dachte, das ist plötzlich Schnee.
Willkommen in Ontario, das heißt, wir kommen jetzt von der Central Daytime zu Eastern Daytime. Sollten wir gleich übergehen? Check. Wir sind komplett im Rahmen, ja. Oh! Das war ein bisschen breiter. Ich hab vergessen, Hose schalten. Hoppala. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal verkehrt, dass wir jetzt nur mit 94 oder so, habe ich irgendwie mal eingestellt. Hier rüberbrettern. Ich meine, irgendwann müssen wir sowieso wieder langsamer werden und dann mit 80 noch nach der Zone und herfahren. Das wird passieren. Also, wie gesagt, was ich gerade sagen war, ich bin überlegen, ob ich mal gucke, ob ich mich mit. Ich habe so gesehen zusammensetze und wir dann gleichzeitig ATS oder ETS 2 aufnehmen, halt so gesehen separat voneinander. Also ich habe ja natürlich auch eine Pro-Mods-Map und auf der aktuellen Version und ich halt ja nicht, ich bin ja noch auf Haupt 1.3.0.2 und hab doch immer was bei ATS ist nochmal war. Ja, bei ETS, weil ich weiß gar nicht mehr, was jetzt bei wem war. Aber einfach, dass wir vielleicht ja. Ja, und kommen mal andere Themen auf und so weiter. Ne? Also vielleicht bringen das so ein bisschen mehr Frische rein, aber das ist auch bisher ein Gedankengang von mir gewesen. Den muss ich Ihnen nochmal näher bringen. Was bist denn du? Stehst du denn jetzt hier unbedingt darum? Ach ja. Es sind aber schon viele. Oh, das liegt ja auch am Pack, aber. Na ja gut, wir fahren mit dem US Trailer Pack jetzt einfach umher, weil wir es halt genutzt haben. Ich glaube, ich wollte das ausnehmen. Oh, wir können. Mensch! Man muss lange noch warten. Das war auch nicht lange. Ich finde es ja schön, dass man mit diesem Soundfix-Pack und so weiter, dass man da andere Sounds hat, aber warum neue Sounds einfach nur zusätzlich hinzufügen und nicht die alten mit rausnehmen? Also, das würde doch mehr Sinn machen. Also ich meine, es wurden ja schon einige Sounds rausgenommen, aber waren dann nicht beim Klick-Sound, wenn man zum Fotostudio und so weiter geht und im Fotostudio einen Schnappschuss macht, warum nicht denn da auch das Original-Sound deaktivieren? Oder halt replacen, so gesehen. Ich weiß ja nicht, wie es geht, also. Ich glaube, wenn ich sowohl was Soundveränderungen betrifft, Repaints, Trucks und irgendwelche Models und so weiter. Wenn ich das könnte und ich glaube, dann würde ich eskalieren, was das betrifft. Also das würde sehr viel Zeit fressen und würde ja schon wenn was Gutes gut am Enden und so weiter, aber ja, das ist ja, ich kann es nicht, von daher lassen das dabei. Ich wollte gar nicht auf. Ich wollte auf 95 fahren oder so. Damit wir möglichst lang ein gleichbleibendes Tempo fahren können. Oh, wir sind schon gleich in nach. Ach, 30 Kilometern sind wir schon in. Wo wollen wir nochmal hin? Genau, Dryden. Schon Dryden. Okay, Phoenix Phrase, das heißt, es wird wieder diese sehr übliche Ladeplatz oder irgendwie üblich Abladeplatz sein. Abschaltplatz, besser gesagt.
kann ich in der Zwischenzeit mal gucken, nachdem wir abgeliefert haben, ob die Katze raus will oder nicht. Ja. Ich glaube, der will nur gestreichelt werden. Was gerade zum Glück so noch geht, weil ich kann gerade noch einhändig fahren und so weiter, aber ich glaube, die will raus. Ja, ich bin ja gleich in Dryden. So viel Zeit muss sein, oder? 50 Kilometer. Volvo. Volvo ist, glaube ich, auch original drin. Überraschenderweise, obwohl er ja in einem... Volvo kam noch später, oder bin ich... Blöd und täusche mich da einfach mal. Oder haben wir die Season, oder Season so gesehen, in Anführungszeichen beenden, oder beenden müssen, als der Volvo schon draußen war. Der SCS Volvo wurde gemerkt. Ich weiß es nicht, zu lange her. Ist halt wirklich. Wie lange her? 11 Monate? 10 Monate? Das ist ein bisschen wieder rausgekommen, was ich glaube, die Aufnahme ist dann bestimmt schon 11 Monate her. Weil ich war 12. Wobei von Staffel 3 ja sowieso wahrscheinlich schon eher 12. Kam ja weniger von als Staffel 3 und einfach aus dem Grund, weil es auch ein bisschen länger ist. Die Strecken wurden einfach länger, die Folgen. Ja, gelohnt. Ach, ich vergesse immer, dass ich. Ich vergesse immer, wenn ich mein Mikrofon mute und wieder enden muss, dass ich zwei Dinge höher schalte. Ich bin gewundert, ich bin auf dem ersten runtergegangen. Warum bin ich jetzt auf dem anderen mitten? Ja, ist doch schön, mal wieder hier unterwegs zu sein. Ich weiß ja echt nicht, was für einen Truck ich mir holen werde. Wir haben so eine große Auswahl. Wobei prinzipiell gesehen, wir können das ja eigentlich so machen, dass wir... was weiß ich, wenn wir unseren ersten eigenen LKW haben oder so, dann können wir das ja... versuchen so zu machen, dass wir einfach sie nicht 20 Folgen oder so. Wait. Ist anders. Aber das ist. Ach, das ist Phoenix Freight. Moment. Es ist Phoenix Freight und nichts mit Railway. Aber trotzdem ist das so eine ähnliche Abwehrstelle. Okay, das passt.
Können wir es ja vielleicht sogar so machen, dass wir, ja, wie gesagt, alle 20 Folgen einfach mal den Schwack wechseln. Mal schauen. Ach, dann wollen wir mal abladen und kassieren. Im positiven Sinne. Ja, Transformator von Winnipeg nach Dryden geliefert. 320 Kilometer Strecke, fast 5 Stunden gebraucht, 42 Gallon, 3041 Dollar bekommen und 220 Erfahrungspunkte. Und ihr kennt das ganze Spiel. Wir gehen natürlich auf Gefahrengut und machen erstmal die Reihe voll. Sprich, wir können Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition transportieren.